Herzlich willkommen zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation. Herzlich willkommen hier auf wwwjolmedia zu einer weiteren Folge über die Geschichte Martin Luthers und die Geschichte der Reformation. Bevor wir jetzt mit der 24. Folge fortsetzen, möchten wir einen Irrtum aus der letzten Folge kurz korrigieren. Wir haben in der Folge 23 über die Begeisterung von Christoph Scheuel gesprochen, kurz nachdem Luther die 95 Thesen am 31. Oktober 1517 veröffentlicht hat. Und in der letzten Folge äh, habe ich gesagt, dass der Scheuel sich über diese 95 Thesen so sehr gefreut hat. Der Brief ist tatsächlich nach dem 31. Oktober 1517 datiert, aber... Denn die Thesen, auf die sich Scholl bezieht, sind natürlich nicht die 95 Thesen vom 31. Oktober, sondern die 97 Thesen, die, wie wir in der Folge davor gesehen haben oder in den zwei Folgen davor, die Luther im September 1517 verfasst hatte gegen die Scholastik und gegen Aristoteles. Ähm, die 95 Thesen waren gegen Ende 1517 noch nicht in Nürnberg bekannt. Das kommt heute in dieser Folge. Und bevor wir dort ganz hineintauchen, wollen wir mit einem Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen für die Gelegenheit, die Reformation so gründlich kennenlernen zu dürfen und Schritt für Schritt sehen zu können, wie du Martin Luther und die anderen Reformatoren geführt hast, wie sie Wahrheiten erkannt haben und wie sie aus Fehlern auch gelernt haben. Wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist uns führst. Und dass wir die Lektionen daraus lernen, die für unsere Zeit und für unseren Glauben ganz besonders wichtig sind. Wir danken dir, dass du bei uns sein wirst. Im Namen Jesu. Amen. Teil 24. Januar bis März 1518. Der Kampf beginnt. Martin Luther war Anfang 1518 etwa 34. 35 Jahre alt. Die 95 Thesen hatten gerade begonnen, sich überall hin zu verbreiten. Er hatte sie ja, wie bereits besprochen, am 31. Oktober des vergangenen Jahres veröffentlicht und hatte eigentlich nichts weiter als eine Diskussion, eine Disputation erwartet, zu der es allerdings nicht wirklich kam. Stattdessen Entstand ein förmlicher Weltenbrand, ein theologischer, ein Erdbeben, das aber nur nach und nach dem Luther so wirklich bewusst wurde. Am 5. Januar 1518 finden wir in Nürnberg die 95 Thesen, wie sie weiter verbreitet werden. Verantwortlich ist dort vor allem Christoph Scheuel, den wir ja gerade erwähnt haben, der schon so begeistert war von den 97 Thesen der jetzt von den 95 Thesen ebenfalls einen großen Eindruck hinterlassen oder bekommen hat und ähm, diese 95 Thesen gerne überall ähm, weitergibt. Unter anderem auch an den sehr bekannten Stadtschreiber Konrad Peutinger, einer der bekanntesten Politiker des, des Reiches und auch ein bedeutender Berater des Kaisers. Er war Stadtschreiber in Nürnberg und erhielt von Scheuel diese 95 Thesen. Scheuel versandte sie auch an viele andere, die nicht in Nürnberg lebten. In Nürnberg wurden sie dann auch bald gedruckt, ohne das Wissen von Martin Luther. Einer der Adressaten von Christoph Scheuel, der so begeistert die 95 Thesen weitergab, war ein anderer Freund von Martin Luther, nämlich Johannes Eck. Auch der hatte ja seit einigen Monaten äh, Briefkontakt mit Luther. Und als er die 95 Thesen erhielt, äh, merkte er, dass es offensichtlich eine Einladung zu einer Disputation ist. Und obwohl er ein Freund Luthers war, liebte er das Disputieren mehr, als er loyal gegenüber seinem Freund war. Und er wollte unbedingt, komme was wolle, an einer solchen Diskussion, an einer solchen Disputation teilnehmen. Und damit beginnt bereits das Drama in der Beziehung zwischen Luther und Eck, das wir in den kommenden Folgen weiter entfaltet sehen werden. Luther hat sich zu Beginn des Jahres intensiv noch einmal mit Augustinus beschäftigt. Vor allem das Buch von Augustinus vom Geist und vom Buchstaben. Zudem ist ja mittlerweile ein Kommentar von... Karlstadt gab und Luther las Augustin direkt mit dem Kommentar von seinem Kollegen Andreas Bodenstein äh Andreas Karlstadt und vertiefte sich weiter in das Denken des Augustinus, das für ihn so entscheidend war, weil er dort die Grundprinzipien des Evangeliums ja wieder entdeckt hatte. Ähm, Luther hatte eine ganze Reihe von Schülern, die stark unter dem Eindruck der 95 Thesen standen. Einer von ihnen zum Beispiel war Johannes Agricola. Der war erst 23 Jahre alt und war begeistert von Luther und dessen neuer Lehre. Er wurde Anfang des Jahres 1518 Magister der freien Künste und er war live dabei gewesen, als Luther die 95 Thesen in Wittenberg veröffentlichte. Derweil rührte sich auch Tetzel, der ja im Grunde genommen am meisten angegriffen worden war in den 95 Thesen. Er hatte sich zum Wintersemester in Frankfurt oder eingeschrieben an der Universität und äh, hat am 20. Januar 1518 eine Diskussion, eine Disputation durchgeführt. Er hat über Thesen disputiert, die den Ablass rechtfertigen. Er versuchte damit also dem Luther erst einmal auf dem akademischen Weg entgegenzutreten. Diese Thesen, über die Tetzel dort disputierte gegen Luther, waren nicht von ihm selbst verfasst worden, sondern von dem führenden Theologen in Frankfurt oder von Konrad Koch genannt Wimpiner. Seine Thesen waren direkte Antithesen zu Luther dem man unterstellte, dass er im Irrtum ist. Und da Koch außerdem ein Gegner der Wittenberger Universität war und auch politisch zu Brandenburg hielt und nicht zu Kursachsen, hatte das also von Anfang an nicht nur eine akademische, sondern auch eine gewisse äh, politische Dimension, dieser Streit über den Ablass. Am 2. Februar finden wir Luther in Wittenberg in einer Predigt erneut auf das Thema der Ablässe eingehen. Er hat ungefähr zu diesem Zeitraum, einige Wochen in das Jahr 1518 hinein, realisiert, was er in Wirklichkeit ausgelöst hatte. Er wollte ja nur eine Disputation und dazu war es nicht gekommen. Und er hört jetzt immer mehr, wie sehr sich seine Thesen verbreiten und das hat ihn durchaus irritiert. Ähm, schon sehr bald wird auch das Gerücht äh, laut, er handle in Wirklichkeit im Auftrag des Kurfürsten von Sachsen, um finanzpolitisch gegen Albrecht von Brandenburg, der ja in Kurmainz äh, regiert, zu agieren. Und äh, Luther ist äh, ziemlich erstaunt, so plötzlich in die politische Arena hineingeworfen zu sein. Zudem ist er auch in Wittenberg ziemlich isoliert. Ähm, selbst Karlstadt, der ihm ja in Bezug auf das Evangelium voll zustimmt und in Bezug auf Augustinus sein Mitstreiter ist, ist gegen die Kritik an den Ablässen. Er hält das nicht für richtig, die Ablässe zu kritisieren. Und so steht Luther ziemlich alleine da. Er erfährt jetzt immer mehr von den Anfeindungen des Tetzels. Und äh, da die eigentlich geplante Disputation nicht zustande kommt, niemand rührt sich, äh, überlegt sich Luther, was er jetzt tun sollte. Und äh, er entscheidet sich, die 95 Thesen zu erklären, eine, eine Erklärung der 95 Thesen zu erarbeiten. Und diese 95 Thesen-Erklärung soll dann manches genauer auf den Punkt bringen, was in den Thesen noch etwas wahr gebliebt. Das war so die Idee. Ein Tag später. Am äh, 3. Februar wendet sich Papst Leo X. an den Leiter des Augustiner Eremitenordens, an den Leiter, der für alle Augustiner Eremiten in der Christenheit zuständig war, an Gabriel Venetus. Und der Auftrag war, diesen Mönch in Deutschland oder diese Priester in Deutschland, der solle keine neuen Lehren im Volk verbreiten. Also sehr früh war das Papsttum, wie wir gesehen haben, schon auch informiert, hat das Ganze allerdings erstmal für eine kleinere Sache gehalten und entsprechend auf dem Dienstwege versucht, das Problem zu lösen. Am 15. Februar ähm, antwortet Luther auf eine Anfrage Spalatins. Spalatin hatte sowohl Luther als auch Karlstadt in einem Brief um eine Stellungnahme gebeten bezüglich der Ablassfrage und Luther antwortet dann auch brieflich. Er zweifelt mittlerweile grundsätzlich am ähm, Ablass und er, er führt aus, dass seine Thesen großes Aufsehen erregt haben. und äh, er hat sich innerhalb von einigen Wochen oder wenigen Monaten noch weiter vom Ablass distanziert, als es noch am 31. Oktober der Fall ist. Er rät dem Spalatin jetzt ganz offen, gar keine Ablässe mehr zu kaufen. Und er hat gemerkt, wie gefährlich die Diskussion ist, ähm, die er aus lauter Liebe zur Wahrheit begonnen hat. Spalatin hat zu einem Zeitpunkt, den wir nicht genau kennen, der irgendwo in diesen Monaten liegen muss, ähm, die 95 Thesen auch dem Kurfürsten Friedrich III. vorgelesen. Und als der gehört hat, was sein Professor und Mönch Martin Luther dort formuliert hat, hat er ganz kurz und knapp formuliert: Das wird der Papst nicht mögen. Der Friedrich war Politiker genug, um zu erkennen, dass obwohl Luther so glühend vom Papsttum geschrieben hatte, in vielen Thesen der noch, dass der Inhalt der 95 Thesen sich eigentlich gegen die Interessen des Papsttums richtete. Das hatten einige Freunde und wie auch hier wir sehen Friedrich III. Äh, besser erkannt als Luther selbst. Am 19. Februar finden wir einen weiteren Brief von Luther, der an Johann Lang, seinen Freund in Erfurt, der dort im Kloster Prior und Vorsteher ist, schreibt. Und er schreibt hier eine Liste von Büchern, die er gerne haben würde, äh, von der Frankfurter Buchmesse. Und das war ein interessanter Einblick in so die Bücherwelt des Martin Luther. Lesen wir mal gemeinsam hier. Heil es schreibt Wolfgang Fabricius, das ist Wolfgang Capito, von dem wir auch schon einiges gehört haben und mehr hören werden. Ehrwürdiger Vater, dass die Sprichwörter, die Adagia des Erasmus von neuem vermehrt gedruckt werden. Die Klage des vertriebenen Friedens, auch das ja ein berühmtes Werk von Erasmus von 1517. Lukians Gespräche, das Utopien des Morris, Thomas Morris war einer der bekanntesten und besten Humanisten Englands, ein großer Politiker dort auch. Desselben Moros Epigramme, desgleichen die zwei Bücher des Unterrichts im Hebräischen von Wolfgang selbst und die ganz entschiedene Verteidigung des Erasmus gegen Faber Stabulensis. Das ist äh, Lefebvre, der äh, berühmte Humanist äh, Frankreichs, der auch später Reformator wurde. Das sind also die Bücher, für die Luther sich interessiert, also viel Erasmus, Humanisten und Hebräisch Lehrbücher um auch das Alte Testament noch besser verstehen zu können. Ebenfalls im Februar hatte Spalatin sich bei Luther und bei Karlstadt erkundigt, welche Nutzen eigentlich die Dialektik hat. Die Dialektik war das Unterrichtsfach, das in den freien Künsten, in den sieben Freien Künsten als das Wichtigste überhaupt angesehen war bei den Scholastikern und äh, großen Stellenwert hatte. Aber im Zuge, der äh, im Zuge des Humanismus und im Zuge äh, der, der, der neuen wissenschaftlichen Impulse äh, hat man die Dialektik immer kritischer gesehen und so haben sich auch Luther und Karlstadt geäußert. Sie waren der Meinung, dass ähm, man auf die Dialektik im Wesentlichen verzichten kann. Luther hielt überhaupt gar nichts mehr für sie. Er auf sie erhielt sie eigentlich sogar für schädlich. Das war so ein bisschen auch die Frucht der Beschäftigung mit Aristoteles und dieser 97 Thesen gegen Aristoteles. Und äh, sein sein Argument war, mit der Scholastik, wie sie normalerweise gelehrt wird an den Universitäten, kann man weder die Bibel noch den Aristoteles richtig verstehen. Ähm, ebenfalls im Februar wurde Olaus Petri, Magister der Theologie in Wittenberg. Er war ein anderer Schüler von Luther. Es gab eine ganze Reihe von Schülern, die in dieser Zeit ähm, zum Kreis von Luther gehörten und den Thesenanschlag und die 95 Thesen, diese, diese ganze spannende äh, Anfangsphase der Reformation vor Ort live miterlebt haben. Olaus Petri ist später einer der großen Reformatoren von Schweden geworden. Und äh, wir werden von ihm dann. Auch später noch mehr hören. Aber halten wir hier fest, dass er zu der Zeit gerade seine Prüfung machte, als die Reformation sich Bahn brach. Die 95 Thesen verbreiteten sich nicht nur im Heiligen Römischen Reich, deutsche Nation, sondern international etwas, was der Luther nie für möglich gehalten hätte. Eine ein Grund dafür war natürlich die Tatsache, dass sie in Latein verfasst waren und deswegen überall in Europa sofort verstanden werden konnten. Am 5. März verschickte zum Beispiel der große Erasmus von Rotterdam, genannt der Fürst der Humanisten, das große Vorbild aller äh, Gelehrter, die sich so auf die neue humanistische Studienmethode eingeschossen hatten. Dieser große Erasmus verschickte die 95 Thesen selbst äh, höchstpersönlich an den bereits erwähnten Thomas Morris, der ebenfalls sehr bekannt, sehr berühmt war. Luther hat sich ja, wie gesagt, für ihre Bücher interessiert und hat kaum äh, geahnt, dass diese großen humanistischen Schriftsteller jetzt sich gegenseitig austauschen über seine 95 Thesen. In der Zwischenzeit hatte Luther zu diesen 95 Thesen eine ausführliche Erklärung verfasst, wie er sich das ja vorgenommen hatte, in denen die 95 Thesen besser... Ja, ausgelegt werden sollten. Er hat sie dann dem Bischof von Brandenburg vorgelegt, der sie beurteilen sollte, bevor das dann veröffentlicht werden sollte. Am äh, 5. März, ebenfalls am selben Tag, ein Brief von Martin Luther an Christoph Scheuel, an den Freund aus Nürnberg, der, wie ja vorhin gesehen, die 95 Thesen viel verbreitete dort eigentlich ja die Hauptrolle spielte in der Verbreitung der Thesen in Nürnberg. Und dort lesen wir Folgendes: Heil, ich habe zwei Briefe von dir empfangen, werter und hochgelehrter Christoph. Zugleich auch das Geschenk des trefflichen Mannes Albrecht Dürer. Das ist vielleicht eine äh, interessante Nebennotiz hier. Desgleichen meine lateinischen und deutschen Thesen. Also Luther sagt, ich habe ähm, jetzt mitbekommen, dass meine Thesen gedruckt worden sind, auf Latein und sogar auf Deutsch übersetzt worden sind. Erstlich auf das, dass du dich wunderst, dass ich sie nicht zu euch geschickt habe, antworte ich, also hier wird deutlich, Luther hat die 95 Thesen gar nicht nach Nürnberg geschickt, sondern sind dort auf anderen Wegen hingelangt. Antworte ich, dass es weder meine Absicht noch mein Wunsch war, dass sie veröffentlicht würden. Sehr interessanter Punkt, jetzt achten wir warum sondern dass mit wenigen die bei und um uns wohnen also in der Umgebung von Wittenberg zuerst über dieselben verhandelt werden sollte, damit sie durch vieler Urteil entweder verworfen oder abgetan oder gebilligt und herausgegeben würden. Also Luthers Plan war es gewesen, im kleineren Kreis akademisch die 95 Thesen prüfen zu lassen, um dann, wenn sie von einer größeren Menge an Gelehrten gut geheißen worden wären, dann zu veröffentlichen. Aber jetzt werden sie weit über meine Erwartungen so oft gedruckt und umhergetragen, dass mich dieses Erzeugnis reut. Er sagt sich, ich bereue das, dass ich das gemacht habe, weil das habe ich nicht damit gerechnet. Nicht, als ob ich nicht dafür wäre, also er bereut nicht den Inhalt, sondern, dass die Wahrheit allgemein bekannt werde. Ja, das suchte ich vor allen Dingen, sondern weil diese Weise nicht geeignet ist, das Volk zu unterrichten. Also halten wir fest, am, am 5. März 1518 sagt Luther, wenn ich gewusst hätte, wie das kommt, hätte ich eine andere Form gewählt. Disputationsthesen sind ja gar nicht geeignet, um dem Volk die Wahrheit äh, deutlich zu machen. Das war ja nur für einen kleinen akademischen Kreis gedacht. Wenn ich gewollt hätte, dass die ganze Welt davon erfährt, hätte ich eine andere Form gesucht. Aber Gott hatte seine Wege und äh, seine Mittel und hat genau diese 95 Thesen benutzt. Weiter heißt es hier, und das ist sehr interessant, denn es sind mir selbst etliche Dinge zweifelhaft und ich hätte etliche Dinge weit anders und gewisse behauptet oder weggelassen, wenn ich erwartet hätte, dass dies geschehen würde. Also Luther sagt, wenn ich geahnt hätte, was das Resultat ist, hätte ich manche Dinge deutlicher gesagt, andere Sachen hätte ich weggelassen, weil manche Sachen ich selbst nicht richtig verstehe. Die 95 Thesen waren also kein Manifest, sondern eher äh, Diskussionsthesen, in manchen Punkten war er sich selbst noch nicht ganz sicher, in anderen Dingen war ich sehr viel sicherer, hatte allerdings, weil es eine akademische Diskussion sein sollte, sie nicht so präzise formuliert. Und jetzt sagt er hier, doch ich kenne genugsam aus dieser Verbreitung. Was doch bei allen überall für eine Meinung vom Ablass sei, wie wohl in geheim. Also mit anderen Worten, er sieht, weil sich das Thema so verbreitet, steht er nicht alleine da. Überall müssen es Leute geben, muss es Leute geben, die. Ähnlich wie er über den Ablass denken, aber sie sind bisher im Geheimen gewesen, und jetzt heißt es hier weiter, nämlich aus Furcht vor den Juden. Das meint hier nicht die tatsächlichen Juden seiner Zeit, sondern es ist eine Anspielung auf Bibeltexte im Neuen Testament, wo etliche Priester, etliche Pharisäer an Jesus glauben, aber aus Angst vor den anderen Juden, äh, vor der Hierarchie, äh, das nicht öffentlich bekannt geben. So, also hier, viele sind Luthers Meinung, aber haben sich bisher nicht mit dieser Meinung nach vorne gewagt. So bin ich genötigt worden, heißt es weiter. Beweisungen der Thesen zuzurichten. Also, das ist jetzt diese Erklärung, die er jetzt in der Zwischenzeit formuliert hat. Ja, wenn der Herr mir Muße geben sollte, kündigt er jetzt noch darüber hinaus an, so wünsche ich, in deutscher Sprache ein Büchlein herauszugeben von der Kraft des Ablasses, damit ich diese ganz unbestimmten Thesen unterdrücke. Also, Luther sagt, ich habe bereits ähm, Erklärungen zu den 95 Thesen verlasst und wenn ich noch Zeit habe, würde ich gerne ein deutsches Büchlein rausbringen, damit jeder sofort versteht, dass er das Volk begreift, worum es wirklich beim Ablass geht und dann äh, wird niemand mehr über die 95 Thesen sprechen, weil sie ja noch völlig unklar und unbestimmt sind. Das ist also Luthers äh, Brief 1518 am 5. März. Und dann geschieht im März etwas sehr bedeutsames. Luther bekommt etwas von seinem Freund Wenceslaus Link zugesandt. Link ist äh, in den Besitz eines Manuskripts gekommen, das ihn sehr verwundert hat. Ein Manuskript von Johann Eck. Und in diesem Dokument greift Eck Luther an, seinen Freund, aus lauter Diskussionslust. Diese Gegenschrift von Johann Eck war nicht für Luther bestimmt, sondern für den Bischof von Eichstätt. Aber Wenceslaus Link, der mitbekommt, dass Luthers Freund Eck hinter Luthers Rücken eine Gegenschrift verfasst hat, meint, es wäre seine Pflicht, Luther darüber zu informieren. Und so gerät die Gegenschrift von Johannes Eck in die Hände von Luther. Und der ist wirklich betrübt und betroffen, dass sein Freund, mit dem er seit ungefähr einem Jahr in Brieffreundschaft ist, Johannes Eck, sich so gegen ihn wendet, ohne zuerst mit ihm gesprochen zu haben. Luther ist zwar sehr traurig, aber ist bereit, das Ganze zu schlucken und nicht darauf einzugehen. Aber seine Freunde, die raten ihm zu antworten, wenigstens privat. Das Ganze ist noch dadurch äh, ziemlich äh, delikat gewesen, dass die, dadurch, dass die Schrift von Eck Obeliski hieß. Das ist äh, das lateinische Wort für Spießchen, und das war eine Anspielung. Die Spießchen, die Obeliski waren ein textkritisches Zeichen in der Bibelwissenschaft, mit der man vermeintlich oder tatsächlich unechte Stellen in einem Bibelmanuskript äh, noti äh, kennzeichnet. Wenn man also Manuskripte abschrieb und dann eine, auf, ein, auf eine Stelle stieß beim, Abstoßen, äh, beim Abschreiben, von der offensichtlich war, dass sie unecht war, dass sie eine Fälschung war oder zumindest... Äh, wenn man, man das glaubte, dann hat man hinter diese Stelle so ein, so ein Spießchen gesetzt, so ein Zeichen, damit der Leser wusste, das ist eine unechte Stelle. Im Mittelalter hat sich dann diese Bedeutung verallgemeinert, verselbstständigt, sodass man jetzt alle ketzerischen Aussagen darunter verstand. Und äh, Eck hat diese Thesen von Luther als Obeliski, als ketzerische Aussagen bezeichnet. Und das hat den Luther so besonders betroffen gemacht. Und das war auch der Grund vielleicht, warum seine Freunde so darauf drangen, dass Luther ihm doch antworten sollte, wenn auch nicht öffentlich, dann doch privat. Er solle das nicht auf sich sitzen lassen. Und damit beginnt diese Auseinandersetzung. Ebenfalls im März trafen sich äh, die Theologen der Wittenberger Universität, Luther und viele andere, bei... Karlstadt in seinem Haus. Es ging um die Reform, nicht der Kirche, nicht der Theologie, sondern die Reform der Wittenberger Universität. Ähm, dort in Wittenberg war eine ganze Menge in Bewegung. Man wollte nicht einfach nur in Bezug des Evangeliums neue Wege gehen, man wollte grundsätzlich die Ausbildung der Studenten auf besseres, auf neues Niveau anheben. Und so gab es verschiedene Ideen, was man einführen sollte an Fächern, was wegfallen konnte. Die Anfrage Spalatins hat sicherlich in die Richtung auch ähm, ähm, ja, gewirkt. Und man hat dann sehr weitreichende Reformpläne ähm, besprochen und hat selbst nicht geglaubt, dass diese Reformpläne umgesetzt werden könnten, weil sie doch sehr viel Geld kosten würden. Und deswegen war das mehr so ein Treffen, wo man vielleicht mal... Träumen konnte, was ja möglich, was, was geschehen könnte, aber man hat selbst nicht wirklich geglaubt, dass das so eintreffen wird. Zur großen Überraschung der Theologen in Wittenberg hat dann aber Friedrich III. diese Reformpläne im Grunde genommen eins zu eins umsetzen lassen, weil Friedrich III. an höchsten Standards interessiert war. So hat er verfügt, dass mit äh, sofortiger Wirkung, ganz kurzfristig, Sowohl Griechisch als auch Hebräisch als Unterrichtsfächer eingeführt werden sollten. Außerdem Vorlesungen über Plinius und Quintilian, also humanistische Vorlesungen über die, die alten klassischen Quellen, dagegen sollten alle scholastischen Vorlesungen, diese ähm, über Aristotelische Logik und so weiter, all das sollte entfallen, wenn Aristoteles dann nur noch am Original, nicht mehr mit Hilfe der Scholastiker, die alles so miteinander vermengten und vermischten. Ähm, und äh, ja nicht wirklich den Quellen Genüge getan und das hat natürlich ähm, der Wittenberger Universität einen enormen Aufschub gegeben und äh, Wittenberg wurde immer mehr zu einem Zentrum der bildungstechnischen Avantgarde sozusagen die die besten Leute kamen hierher weil sie wussten hier wird unterrichtet auf höchstem Niveau und die beginnende Bekanntschaft Luthers hat natürlich Ihr Weiteres dazu beigetragen. Ungefähr Mitte März haben dann die Ablassthesen aus Frankfurt-Oder, über die äh, Tetzel in Frankfurt-Oder disputiert hatte, diese Thesen von Konrad Koch oder Konrad Wimpiner, diese Thesen haben Wittenberg erreicht. Und jetzt wusste man sicher, wie in der Nachbaruniversität in Frankfurt-Oder man über Luthers Thesen dachte fetzel hat sich damit nicht begnügt, sondern er hat sogar Buchverkäufer und Buchführer äh, aus Halle nach Wittenberg gesandt, die in Wittenberg selbst ähm, diese Ablassthesen aus Frankfurt oder verkaufen sollten, um somit den 95 Thesen von Luther ähm, ja, das Wasser abzugraben. Dabei hat er nicht die Rechnung gemacht mit den Wittenberger Studenten, die bereits Feuer und Flamme waren für Luther und seine neuen Ideen. Sie verachteten die scholastische Theologie, die äh, Tetzel vertrat in seinen, diesen und äh, überlegten sich etwas Radikales. Äh, sie haben dann von diesen Buchführern, ähm, oder von diesem Buchführer aus Halle, größtenteils die Bücher aufgekauft, zum Teil sogar mit Gewalt an sich gerissen und dann mittags auf dem Marktplatz öffentlich verbrannt. Und das war natürlich ein großer Eklat. Die Württemberger Studenten verbrennen die Antithesen zu Luther. Luther hat übrigens dieses Vorgehen kritisiert. Er war nicht dafür, ähm, die, die Gegner so zu behandeln. Und er hat sich große Sorgen gemacht, dass die ganze Angelegenheit zu sehr aufgebauscht wird und ähm, jetzt äh, ein, ein Drama daraus entsteht, das er nie beabsichtigt hatte. Am 21. März schrieb Luther wieder an seinen Freund Johann Lang in Erfurt. Diejenigen, die die Ablässe fabrizieren, die donnern gegen ihn, sagt er. Und sie vergleichen ihn mit Scheusalen und sie drohen mit seiner zügigen Verbrennung. Luther äh, hat bereits Warnung bekommen, nicht nach Heidelberg zu reisen. Denn im Jahre 1518 äh, war es wieder so weit. Alle drei Jahre fand er die, ähm, die Zusammenkunft aller reformierter reformierten augustiner eremitenkloster zusammen das, die sogenannte reformkongregation dieses jahr sollte das in heidelberg stattfinden und äh, freunde hatten ihm bereits geraten nicht zu dieser zusammenkunft in heidelberg zu reisen weil man ein attentat auf ihn befürchtete wegen des Ablassstreites. luther schreibt aber an lang dass er äh, darauf nicht viel gibt und dass er gewillt ist trotzdem nach heidelberg zu reisen um dort wie alle drei Jahre an dieser Zusammenkunft aller reformierten Augustin-Eremiten teilzunehmen. Außerdem äh, schreibt er, dass Friedrich III. sich wohl doch äh, einigermaßen bemerkbar sich hinter Luther gestellt hat oder hinter Luther und auch Karlstadt, der aufgrund seiner Thesen zu Augustinus und zum Evangelium ebenfalls schon äh, im, im Fokus stand. Friedrich schätzte diese Professoren. Er, er glaubte nicht zu Unrecht, dass sie für hohe Standards auch in der Lehre standen und wollte ähm, sie unbedingt in Wittenberg halten. Er hat äh, bereits zu diesem frühen Zeitpunkt deutlich gemacht, dass er eine Hinrichtung in Rom nicht zulassen werde. Das heißt, so früh bereits stand dieser Gedanke zumindest mal im Raum und der ganze Streit war von Anfang an also auch politisch aufgeladen. Friedrich III. war, wenn auch indirekt, von Anfang an mit involviert. Kurioserweise hatte gleichzeitig Friedrich inhaltlich noch nicht so viel von Luthers Lehre wohl verstanden oder angenommen, zumindest. Denn in diesem März 1518 hat er sich von Rom ein, äh, ein neues Privileg für Ablässe äh, gewähren lassen. Und äh, auch in Rom hat man noch nichts Besonderes daran gesehen, dem, dem Kurfürsten von Sachsen, der ja zuständig war für Luther, so einen besonderen Ablass zu gewähren. Man hat also Luther zwar wahrgenommen, aber nicht als großes, ernstzunehmendes Problem gesehen. In dieser Zeit, im März 1518, hat auch Spalatin dann neue Vollmachten vom Kurfürsten erhalten und äh, ist sein Beichtvater, sein, äh, sein Beichtiger gewesen was ihn zu einem der engsten Vertrauten vom Kurfürsten gemacht hat. Eine Verbindung, die ganz entscheidend war, weil Spalatin gleichzeitig einen engen Draht zu Luther hatte. In der zweiten Hälfte des März äh, erhielt Luther dann Besuch vom Abt von Lenin. Der wurde gesandt vom Brandenburger Bischof und der Bischof in Brandenburg hatte sich die Erklärung zu den 95 Thesen durchgelesen und ähm, hatte jetzt einen Rat an Luther, den er durch den Abt von Lenin an Martin Luther weitergab. Der Rat war folgender: halte erst einmal still, bitte veröffentliche nichts weiter in dieser Sache mit dem Ablass und warte, bis die Ärgernisse, das heißt, bis der Aufruhr sich gelegt hat. Ja, abwarten, erst einmal stillhalten. Das war der Rat vom Brandenburger Bischof. Und Luther war sehr beeindruckt von diesem Rat. Und war bereit zu gehorchen. Er hatte allerdings zu diesem Zeitpunkt, als diese Nachricht kam, bereits eine kurze Predigt drucken lassen. Und das war jenes besagte kleine deutsche Büchlein, das er schon angekündigt hatte gegenüber Christoph Scheuer. Diese kurze Predigt, hier in einem Originaldruck: Sermon vom Ablass und der Gnade. Und das ist das erste Mal, dass Luther sich jetzt in deutscher Sprache über den Ablass auslässt. Und ähm, wir können mal ein paar äh, Ausschnitte hier lesen. Das ist original Luther Deutsch. Zum ersten sollt ihr wissen, dass etlich neue Lehrer als Magister Sententiarum St. Thomas und ihre Folger geben der Buß drei Teile, nämlich die Reu, die beichte, die Gnugtuung. Und wiewohl dieser Unterschied nach ihrer Meinung schwerlich, aber auch gar nichts gegründet erfunden wird in der Heiligen Schrift, doch in den alten heiligen christlichen Lehrern, doch wollen wir das jetzt so lassen bleiben und nach ihrer Weis reden. Also Luther sagt gleich zum Anfang, diese ganze scholastische Aufteilung der Buße ist eigentlich überhaupt nicht biblisch begründet, aber lassen wir es erstmal so und dann äh, kritisiert er sie anhand äh, der, 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 der Grundlagen der Scholastik auch. Hier zum Beispiel, zum sechsten, lasse ich Ihre Opini unverworfen auf das Mal. Das sage ich, dass man aus keiner Schrift bewähren kann, dass gottlich Gerechtigkeit etwas Pein oder Genugtuung begehre, aber fordere von dem Sunder, dass allein seine herzliche und wahre Reu oder Bekehrung mit Vorsatz hinfordert, das Kreuz Christi zu tragen und die oben genannten Werk zu um. Also, was Luther sagt ist, was Gott wirklich fordert, ist nicht irgendwelche Genugtuung, nicht irgendwelche Pein und Strafe. Was Gott fordert, ist echte Reue, echte Bekehrung und der Vorsatz von nun an mit Gottes Hilfe Gutes zu tun. Und hier ähm, weiter, denn so spricht er durch Esich hier, wann sich der Sünder bekehrt und tut recht, so will ich seiner Sund nicht mehr gedenken. Item, also hat er selbst all die absolviert, Maria Magdalena, den Gichtbruchigen, die Bruchtigen, die Ehebrecherin etc. Und mocht wohl gerne hören, wer das anders bewähren soll, unangesehen, dass etliche Doktores so taucht hat. Also er bezieht sich hier auf diese berühmte Stelle in Hesekiel 18. Wenn aber der Gottlose umkehrt von allen seinen Sünden, die er begangen hat und alle meine Satzung bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er gewiss leben, er soll nicht sterben. Zum siebten. Das findet man wohl, dass Gott etlich noch seiner Gerechtigkeit strafet, aber durch Peine dringt zu der Reu, wie in 89 Psalm, Vers 31 bis 34. So seine Kinder werden sündigen, will ich mit den Ruten ihre mit de der Ruten ihre Sünde heimsuchen, aber doch mein Barmherzigkeit nicht von ihnen wenden. Aber diese Peine steht in niemands Gewalt nachzulassen, dann allein Gottes, ja, er will sie nicht lassen, sondern vorspricht, er will sie auflegen. Also hier sagt Luther, wenn Gott uns züchtigt, kann niemand durch einen Ablass diese, diese, diese Strafe, diese, diese, diese Erziehung, diese, diese Pein, äh, diese Gewalt nachgeben, nach, nachlassen, ablassen. Sondern wenn Gott äh, möchte, dass es geschieht, dann wird es auch geschehen. Und er möchte nicht, dass es dann abgelassen wird. Also, Luther attackiert von mehreren Seiten den Ablass. Hier weiter. Dann Gott und die heilige Kirche legen niemand mehr auf, dann ihm zu tragen, möglich ist. Als auch St. Paul sagt, dass Gott nicht lässt versucht werden, jemand mehr, dann er mag, tragen. Und es lautet nicht wenig zu der Christenheit schmach, dass man ihr Schuld gibt, sie lege auf mehr, dann wir tragen können. Also, Luther sagt dieses Argument: Naja, wir brauchen den Ablass, weil wir müssen so viel Genugtuung tun, so viel gute Werke tun, so viel, so viel Pein und, und all, all diese Dinge leiden. Zeitliche Strafen auf uns nehmen, mehr als wir tragen können, deswegen brauchen wir äh, Ablass. Er sagt, er ist vollkommen absurd, denn Gott legt einem niemals mehr auf, als er tragen kann. Und dann hier zum 13. Es ist ein großer Irrtum, dass jemand meine, er wolle genug tun vor seine Sund, so doch Gott dieselben alle Zeit umsonst aus unschätzlicher Gnad verzeihet, nichts davor begehrend, dann hinfuhrter wohl leben. Die Christenheit fordert wohl etwas, also mag sie und all auch dasselbe nachlassen und nichts Schweres oder unerträglich auflegen. Also er sagt: Gott selbst vergibt uns umsonst, da brauchen wir keinen Ablass. Und wenn die Christenheit eine, eine Strafe zusätzlich zu Gott noch, also das heißt die Kirche noch zusätzlich eine Strafe auflegt, kann sie dir ja ablassen, aber das hat nichts mit Gott zu tun und dann soll sie auch nichts Schweres auflegen, sondern ähm, und nichts unerträgliches. Und dann kommt jetzt äh, das Schlussfazit. <laughs> so sprichst du. So wird ich nimmermehr ablasslosen, antworte ich. Das habe ich schon oben gesagt, dass mein Will, Begierde, Bitt und Rat ist, dass niemand ablasslose. Das klingt noch weitaus radikaler als in den 95 Thesen. Und jetzt kommt dieser unglaublich interessante Satz. Lass die faulen und schläferigen Christen ablasslosen, gang du für dich. Also was Luther sagt es, Ablass, den Ablass schaffen wir nicht ab als Kirche, aber der Ablass ist nur für die eingeschlafenen, für die faulen Christen, nicht für die ernsthaft Jesus nachfolgen wollen. Und wenn du ein echter Nachfolger Jesu sein willst, wenn du wirklich Gott liebst, brauchst du keinen Ablass. Ich rate dir, löse keinen und wenn andere das doch tun, lass dich davon nicht anfechten, sondern steh du selbst vor Gott. Eine radikale, eine biblische predigt die natürlich für großes Aufsehen sorgt und ähm, diese Schrift wird sein erster literarischer Erfolg innerhalb der nächsten Jahre wird sie in, in über 20 Städten gedruckt und ähm, mehr noch als in den lateinischen 500 Thesen ist es jetzt möglich, dass auch die weniger gebildeten Schichten eine Idee bekommen, was die Bibel eigentlich wirklich zum Thema Buße und Sündenvergebung sagt. Noch einige Details aus dem Frühjahr 1518. Johannes Pfeffinger wird in diesen Monaten Priester mit 24 und Matthäus Alber wird Magister der freien Künste in Tübingen, wo er den hier abgebildeten Melanchthon kennenlernt und dessen Vorlesungen besucht über griechische Grammatik und auch über die Komödien des Terenz. Und diese Freundschaft wird sich auch noch erhalten. Dann ein großes Ereignis, ähm, das für die Reformationsgeschichte nicht ohne Bedeutung ist. Am 27. März appellierte die große berühmte Pariser Universität, die Sorbonne, gegen das Konkordat von 1516 vom Papst, ein konzil also ein, ein ziemlich äh, dramatischer vorgang dass äh, die universität war nicht einverstanden mit dem konkordat des papstes äh, mit dem äh, französischen könig und hat äh, dagegen revision eingelegt. wo kann man revision einlegen wenn der papst selbst entscheidet? das war die frage ähm, die natürlich äußerst brisant war. und die universität sagt wir appellieren an ein konzil und unausgesprochen stand er mit im raum das konzil steht über dem Papst, eine Idee, die ja schon 100 Jahre zuvor in Konstanz äh, formuliert worden war und für einige Jahrzehnte auch in der Kirche praktiziert worden war, bevor das dann im Laufe des 15. Jahrhunderts wieder rückgängig gemacht worden war. In jenen Monaten war Zwingli weiter in Einsiedeln, dort als Leutpriester ähm, angestellt, hat er mehr und mehr eine Abscheu bekommen gegen all die Wallfahrten. Einsiedeln war ja ein ganz berühmter Wallfahrtsort. Die Leute kamen da und, und, und haben irgendwie Rituale getan. Und, und Zwingli hat mehr und mehr gesehen, mehr noch, als er das in Galarus äh, bemerkt hatte, wie sehr dieses ganze System oberflächlich ja undiblisch war. Und immer stärker hat der jetzt 34-jährige Zwingli, gegen diese kirchlichen Missbräuche in Einsiedeln gepredigt. Diese Volksfrömmigkeit, die sich nicht nach der Bibel richtete, sondern nach alten Traditionen, die war ihm mehr und mehr ein Dorn im Auge. Und äh, ohne dass es so mit einem Paukenschlag begann wie bei Luther, hat er mehr und mehr gegen diesen Missbrauch Gepredigt. Ansonsten hat er dort in Einsiedeln viel studiert, hat sein Griechisch perfektioniert, hat auch mit dem Hebräisch-Studium begonnen. Seine Büchersammlung hat schon bald über 300 Werke ähm, ausgemacht, was damals ziemlich gigantisch war. Mit vielen Gelehrten stand er im Briefkontakt und hat sich vor allem besonders äh, von Erasmus prägen lassen. Zwingli war mittlerweile auch ein überzeugter Pazifist nach seinen Erfahrungen im Krieg. Und gerade der Humanismus von Erasmus hat es ihm angetan gehabt. Und die, diese beiden Faktoren, dieses, dieses Studieren und das sich immer weiter hineindenken in die originalen Quellen, noch in das Neue Testament, das er aufgrund von äh, Erasmus-Arbeit ja jetzt studieren konnte auf Griechisch, als auch die Beobachtung der Missbräuche in der Kirche, das hat jetzt sehr äh, inzwinglich gearbeitet und immer weiter geformt. Am 28. März Hielt Luther eine Predigt, die zu seinen bedeutendsten überhaupt gehört in der ganzen Reformationsgeschichte? Der Sermon, die Predigt von der doppelten Gerechtigkeit, hier lesen wir zum ersten Mal ohne Wenn und Aber die spätere protestantische Theologie in Reinform formuliert. Spätestens jetzt, spätestens jetzt muss das Turmerlebnis, von dem wir in der letzten Folge gesprochen haben, stattgefunden haben. Und wir wollen kurz ein bisschen einen Einblick bekommen in diese Idee der doppelten Gerechtigkeit. Luther predigt, dass es zwei Arten von Gerechtigkeit gibt. Die eine, die ist außerhalb von uns. Es ist die Gerechtigkeit, mit der Christus gerecht ist. Also so die Gerechtigkeit Christ im Sinne, dass Christus gerecht ist. Und diese Gerechtigkeit rechtfertigt uns, wenn wir an Jesus glauben. Luther verweist auf 1. Korinther 1, Vers 30, wo es heißt: Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Er verweist auf Johannes 14, Vers 6. Das alles, alles Zitate, alles Verse, die in der Predigt vorkommen. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist die Hoffnung allein. Und dann sagt Luther, dass diese diese erste Gerechtigkeit sowohl bei der Taufe eingeflößt wird oder vermittelt wird, infusiert wird und auch wenn ein Mensch Buße tut. Und dann verwendet er ein sehr schönes Bild. Er verwendet das Bild von Braut und Bräutigam. Er sagt, so wie die Braut sehr wohl sagen kann, dass das, was dem Bräutigam gehört, auch ihr gehört, weil sie ja jetzt eins sind, so kann der Gläubige, der mit Christus verbunden ist, die Gerechtigkeit, die Christus gehört, für sich in Anspruch nehmen. Und er verweist auf Epheser 5, wo die Ehe zum Vorbild genommen wird für die für das Verhältnis zwischen Christus und der Gemeinde. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Dieses Bild wird, ist ein ganz, ganz kraftvolles Bild in dieser Predigt. Wenn wir Jesus angehören, sind wir mit ihm verheiratet und dann gehört uns das, was ihm gehört, nämlich seine Gerechtigkeit. Und die ist groß und kostbar, wie hier in 2. Petrus 1, Vers 14, durch welche uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Oder dann verweist immer wieder, dass Christus für uns gelebt hat, für uns gestorben ist, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Er ist für uns gekommen. Das sind nur einige Verse, die in der Predigt vorkommen. Es sind noch mehr, die aus, aus Zeitgründen gar nicht alle anschauen können. Oder hier in Römer 8, Vers 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Oder in Lukas 22, Vers 19, wo Jesus beim Abendmahl sagt: Das ist mein Leib, der für uns euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Also Luther hat diesen Punkt betont, was Jesus getan hat, das ist für uns, das ist für mich. Diese erste Gerechtigkeit, die wird durch den Glauben meine Gerechtigkeit. Er selbst, Jesus, ist dann mein. Und äh, da verweist er natürlich auf den Vers, dem das alles geöffnet hat. Römer 1, Vers 17, denn es wird daran geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, das ist diese erste Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Christi, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Weil Christus gerecht ist und er das alles für mich getan hat, all sein Gehorsam, all sein, seine Gerechtigkeit, die er ohne Zweifel hat, die ist für mich. Und wenn ich in das glaube, gehört sie mir. Die Gerechtigkeit Gottes ist meine Gerechtigkeit, weil er es für mich getan hat. Und diese Gerechtigkeit ist unendlich. Sie, äh, sie, 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 sie schluckt die gesamte Sünde, sagt er. Ähm, denn in Christus ist keine Sünde. Und diese, diese Gerechtigkeit ist dann die Basis, das Fundament, die Quelle, aller eigenen tatsächlichen gerechten Taten. Das heißt hier weiter: Bei dir, O oh Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich niemals zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Und Luther formuliert in der Predigt: Es ist nämlich nicht, errette mich durch meine Gerechtigkeit, sondern errette mich durch deine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Christi, die Gerechtigkeit Gottes, die außerhalb von mir ist und mir im Glauben angerechnet wird, die rettet mich. Und äh, er sagt auch, diese, diese erste Gerechtigkeit ist nicht, wird nicht nur einmal, ein für alle Mal einfach übermittelt, sondern sie wird fortschreitend eingeflößt, infusiert. Und sie annulliert den Schaden, der durch Adams Sünde entstanden ist. Und sie wächst sogar mit dem Maß des Glaubens. Also, je mehr wir glauben, desto mehr kann diese, diese erste Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Christi, uns verändern und, uns, ja, und, und, und für uns wirken. Und dann gibt es die zweite Art der Gerechtigkeit und das sind die gerechten Taten der Gläubigen. Und diese gerechten Taten der Gläubigen sind allerdings nicht unabhängig von der ersten Gerechtigkeit, sondern wirken mit ihr zusammen, Sie sind vielmehr die Antwort auf das beständige Wirken der ersten Gerechtigkeit. Er zitiert zum Beispiel Galater 5, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten, da gehört also etwas dazu äh, in Bezug auf das eigene Leben, wenn man Christus angehört. <laughs> muss etwas aufgegeben werden. Oder hier in Titus 2, <laughs> Vers 12, sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Die Gnade erzieht uns. Sie sorgt dafür, dass wir leben, dass wir anders leben, dass wir äh, Begierden verleugnen, dass wir besonnen sind, gerecht sind, gottesfürchtig leben. Galater 5, Vers 22. Diese zweite Gerechtigkeit ist im Grunde genommen die Frucht der ersten Gerechtigkeit, die Frucht des Geistes, aber es ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und Luther sagt interessanterweise, dass diese zweite Gerechtigkeit die erste vervollständigt. Sie kreuzigt das Fleisch. Also Luther hat nie geglaubt, dass die erste Gerechtigkeit alleine alles ist, was äh, zum christlichen Leben und zur Erlösung dazugehört, sondern die zweite gehört dazu als Folge, als Frucht, basierend auf der unendlichen ersten Gerechtigkeit Christi. Diese zweite Gerechtigkeit kreuzigt das Fleisch und liebt den Nächsten, erfüllt also das Gebot Gottes, dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Und. Er verweist da auf 2. Vers 18, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das heißt, wir werden verändert. Die Gerechtigkeit Gottes ist nicht einfach nur etwas, das das Vergangene abtut, sondern das Leben verändert. Und hier in Römer 6, Vers 19b, denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Also Luther macht sehr deutlich, ein Mensch, der Christus glaubt, der durch den Glauben gerechtfertigt ist, der wird ein anderes Leben leben. Diese zweite Gerechtigkeit. Die, die praktischen taten des gläubigen die praktische gerechtigkeit wird die folge sein und dann äh, verwendet er noch einmal dieses unglaublich schöne bild von bräutigam und bräutigam und sagt folgendes und das glaube ich kann uns heute noch sehr tief treffen er sagt die erste gerechtigkeit das ist der bräutigam der sagt ich bin dein alles was ich habe all meine meine gerechtigkeit ist für dich und die zweite gerechtigkeit ist die antwort der Braut, der Gläubigen, die zu ihrem Bräutigam Christus sagen, und ich bin dein. Christus sagt, ich habe alles für dich gegeben. Der Gläubige sagt, aus Dankbarkeit, aus Liebe will ich alles für dich geben. Und dann sagt Luther, und dann ist die Ehe vollzogen. Die geistliche Ehe. Das Licht des Evangeliums, das Rechtfertigung und Heiligung, die, den ganzen Plan der Erlösung, so wunderbar ausdrückt hier, brach Bahn. Von nun an sind Luther's Schriften und Predigten getränkt von diesen tiefen Wahrheiten des Evangeliums, von denen wir bis heute profitieren. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Luther hat diesen Vers verwendet in der Predigt um die Beziehung zwischen Jesus und dem Gläubigen deutlich zu machen, um das Problem der Gerechtigkeit aus dem Glauben zu illustrieren, mit dem er so lange gerungen hat, bis er verstanden hat, es geht darum, wenn ich verstehe, wie sehr Gott mich geliebt hat und ich ihn zurückliebe, dann ist er mein und ich bin sein. Und dann ist es genau das, was Gott sich wünscht. Luther hat dann am 31. März noch einen Brief verfasst. Bei dem nicht ganz sicher ist an wen, ist vermutlich an Staupitz, aber es ist nicht ganz eindeutig. Und hier beschreibt er, dass er schon seit längerem kritisiert wird, stark kritisiert wird, und zwar nicht nur wegen dem Ablass, sondern in diesem Brief spricht, spricht er gar nicht von dem Ablass, sondern von anderen Dingen, wie wir jetzt hier kurz noch sehen werden. Er schreibt Erstlich habe ich die feste Überzeugung, dass mein Name bei vielen stinkend sei, denn solches legen mir die guten Leute schon lange auf. Nicht erst seit kurzem. Dass ich die Rosenkränze, die Kronen und ja auch andere Gebete verdamme. So ist es auch Paulus widerfahren. Ich bin freilich der Theologie Tauders gefolgt und des Büchleins. Also Luther sagt schon seit längerer Zeit, kritisieren mich Leute, weil ich so diese, diese Rosenkränze, diese, diese, diese Volksfrömmigkeit, diese Rituale und Tradition nicht so predige und, und wohl verdamme. Und er sagt, so wie sie den Paulus verleumdet haben, so verleumden sie auch mich. Aber dann sagt er, ich bin der Theologie Tauders gefolgt. Wir haben ja gesehen, dass er 1516 diese deutsche Theologie von Tauder rausbrachte, an der er so das Praktische und das Persönliche, das, das, ja, sagen, das, das, das pure Evangelium geschätzt hat. Und das Büchlein. Und das Büchlein, das bezieht sich auf die Schrift von Staupitz selbst über die Liebe Gottes. Und dann sagt er hier, ich lehre, dass die Menschen nicht auf irgendetwas anderes vertrauen sollen, als allein auf Jesus Christum. Nicht auf ihre Gebete und Verdienste oder auf ihre Werke, weil wir nicht durch unser Laufen, sondern durch Gottes Erbarmen selig werden. Dann zitiert er ähm, Römer 9, aber um guter oder übler Nachrede willen habe ich nicht angefangen, werde auch darum nicht ablassen. Also Luther sagt, ich habe nicht angefangen, weil ich hoffte mit meinen Thesen oder überhaupt mit meinem Wirken als Theologieprofessor irgendwie einen Ruhm zu haben. Und deswegen stört es mich auch nicht, wenn die Leute jetzt schlecht von mir reden dieselben Leute bringen Hass auf mich wegen der scholastischen Lehrer, denn weil ich denselben die Kirchenlehrer, also die frühen Kirchenväter und die Bibel vorziehe, so sind sie fast unsinnig vor hitzigem Eifer. Das Thema war viel tiefer gehend als nur der Ablass. Luther der vor schon in 97 Thesen gegen die Scholastik gepredigt hatte, gegen Aristoteles äh, sich eingesetzt und äh, die Tatsache, dass er mit Karlstadt eng verbunden war, obwohl Karlstadt gegen Ablasskritik war, zeigt, das Problem lag tiefer. Und auch seine Kritiker wussten, hier geht es nicht nur um den Ablass, hier geht es um ein grundlegendes Herangehen ähm, an die Autoritäten der Kirche. Und dann sagt Luther, ich lese die Scholastik, er also hat sie nicht einfach abgetan, aber er sagt, ich lese sie mit gutem Urteil. Nicht wie sie, das heißt die Kritiker, zu tun pflegen mit verschlossenen Augen. Ich verwerfe nicht alle ihre Sachen, aber ich billige auch nicht alles. Luther sagt, ich möchte doch einfach nur für mich selbst entscheiden dürfen, was ich von den scholastischen Autoritäten glaube und was nicht. Und mein Maßstab sind nicht die Scholastiker, sondern die Bibel. Und er zitiert dann diesen berühmten Vers, prüft alles, das Gute behaltet. Die Prinzipien der Reformation beginnen sich herauszuschälen und immer fester im Denken von Luther sich zu formen. In der nächsten Folge werden wir sehen, wie diese Auseinandersetzung sich weiterentwickeln wird in diesem so ereignisreichen Jahr 1518. Dann werden wir den April bis Juni betrachten und das Thema wird heißen Die Heidelberger Jugend. Bis dahin wünschen wir Ihnen Gottes Segen und die Erfahrung der doppelten Gerechtigkeit, so wie Luther sie erkannte, selbst erlebte und anderen predigte. Gott mit Ihnen. Bis zum nächsten Mal.